Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Hexer. Und ja, hier muss irgendwo... muss hier irgendwie was wo sein. Anscheinend hier vielleicht. Sogar die Ghule verschmähen mich. Ich schaff das nie. Was schaffst du nie? Hallo? Was ist los? Von was redest du? Sagt's mir nicht. Was meinst du? Wir schauen mal hier rein. Sogar die Ghule verschmähen mich. Ich schaff das nie. Keine Ahnung. Hier sind doch gar keine Ghule. Erstens mal. Und zweitens mal bin ich hier wahrscheinlich falsch. Wartet mal, ich schau noch mal kurz. Nee, ich bin richtig. Aber was mache ich hier? Das ist die Frage, ne? Junge, erzähl mir, was ich hier machen soll. Ich würde gern was machen. Sogar die Ghule verschmähen mich. Ja, ich weiß. Ich schaff das nie. Soll ich da hier... Nee, ich lasse das mal drin. Ich schau mal, ob es noch irgendwo was gibt hier. Upsa. Servierplatte brauche ich auch nicht. Bin ich trotzdem ein bisschen... Jetzt wollte ich mit euch die Queste hier angehen, aber... Aber anscheinend mag der nicht mit uns reden. Magst du wirklich nicht mit uns reden? Sogar die Ghule verschmähen mich. Du suchst Ghule? Wieso? Sonst will mir keiner das Licht ausblasen. Mir geht's seit Tagen elend. Zum Sterben. Aber ich schaff's irgendwie nicht. War schon immer so stark, verdammt. Kennen wir uns? Ja, du hast mich unter dem Leichenberg hervorgezogen. Ich war so sicher, dass ich nicht krank werde. So sicher, so dumm. Hör zu, du hast mir einen Gefallen getan. Tu mir noch einen. Hast du ein scharfes Schwert? Mach Schluss. Oh. Puh. Nee. Tut mir leid, das kann ich nicht machen. Ich bitte dich. Nein. Nein. Warum nicht zur Hölle? Ekelst du dich? Hast du Angst vor deinem Gewissen? Götter, verdammt, mach es, schnell. Ich bezahl dich. Wenn du es nicht tust, geh mir aus den Augen. Lass mich in Frieden sterben. Ja. Ja, das ist, ne, Sterbehilfe ist... Ist eben bis jetzt noch. So, was können wir noch machen? Wir könnten noch hier runter. Aber ich mag jetzt nicht mehr in den Sumpf rein. Das ist ewig weit. Schauen wir lieber mal, was wir noch an Quest... Wartet mal. Ach ja, mit dem Weiderler muss ich wieder sprechen. Ach so, ja, ich muss ja wieder hier ganz zurück, ne? Okay. Ja, okay. Also ich reite hier mal zurück, ne? Wir sehen uns wieder beim Weideler. Oder wenn irgendwas dazwischen passiert. So, irgendwo da oben ist doch das Haus. Ist es schon das Haus des Weidelers? Los, okay. Los! Kann das sein, ne? Doch, hier ist eine Ziege. Perfekt. Ja, ich war mal beim Schmied, habe alles wieder repariert und habe mir ein anderes Pferd geholt. Ich hoffe, dass ich plötzlich wieder sehe. So, Weidler, bist du hier drin, Junge? Ach ja. Weißer Wolf, weiser Wolf. Was braucht der Wolf?
Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. Was ist passiert? Hast du deinen Vater wirklich umgebracht? Er war ein böser Mann. Einst fürchtete der Weidler ihn, doch dann fand er Mut. Was sein Vater seiner Mutter angetan hat, der Weidler konnte es nicht mit ansehen. Also spaltete er den Kopf seines Vaters mit einer Axt, ließ ihn im Sumpf liegen. Die Leute wussten davon. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Hexer. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen, für wenig Geld bekommst du sie von mir. Keine Ahnung. Schau mal. Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Ich will mal schauen, was du hast. Ich könnte ein paar Zutaten für Tränke gebrauchen. Was hast du denn da? Was hast du denn, mein Freund? Schema. Woher wissen wir, dass wir das Schema schon haben oder nicht? Steht dann dort, das hast du schon gelesen, oder? Ich habe keine Ahnung. Muss man das überhaupt kaufen? Rezept zur Alkoholherstellung, das finde ich irgendwie gut. Wollen wir das? Komm, das kaufen wir mal. Was ist denn das eigentlich hier? Alchemistisches Rezept. Das ist irgendwie das Rezept für Alkoholherstellung, weil Alkohol brauchen wir immer. Ich kauf's mal. Nur mal als Gag. Einfach nur, um zu sehen, was es bewirkt. Wie? Ich hab doch zur Alkoholherstellung gemacht und nicht weiße Möwe, oder? Bis dann. Oder? Jetzt müssen wir nochmal schauen. Was ist denn eigentlich das hier? Ach, der Geleitbrief, okay. Das sind ja Questgegenstände. Nee. Hier, oder? Wo sind denn eigentlich meine Rezepte? Hier unten, ne? Habe ich alles schon gelesen. Aber wo sind Rezepte? Hier sind keine Rezepte. Brauche ich überhaupt? Wahrscheinlicherweise, schätze ich mal, geht es automatisch, oder? Was sagt ihr in eurem jugendlichen Leichtsinn dazu? Gut, so, jetzt wollen wir schauen, was wir noch für Queste haben hier. Nebenqueste, also wir haben das, finde die Zutaten von dem vermissten Transport. What? Ach so, ja, wollen wir schauen, wo das ist? Würde mich mal interessieren. Ah, das ist gleich hier. Das ist ja toll. Na dann. Ich bin dann mal wieder weg. Danke für alles. Also, mir musst du danken. So. Wo muss ich jetzt hier genau hin? Ich muss einfach die Straße runter und dann rechts. Okay. Komm, dann nehme ich mal dich. Aber mir fehlt irgendwie meine Blötze. Ich sag's ganz ehrlich. Irgendwie fehlt mir meine Blötze, meine alte Blötze. Das ist echt schlimm. Du siehst aber gar nicht gut aus. What? Warum? Schneller! Wieso? Wartet mal. Lass! Wir müssen erstmal wieder aus Reichweite kommen. So. Hi! Au! Na klar. Mussten ja. Upsa. Oder so, ne? Irgendwelche verwilderten Hunde hier.
durchgedreht durch den Krieg. So. Ja, wir sind schon mal richtig. Also wir müssen ein bisschen uns links halten und dann kommen wir eigentlich ganz gut. Du machst mich hier, machst mir richtig Angst. Was ist denn hier los eigentlich? Das ist hier nicht gut. Huch. Haben wir noch einen? Ach du. Ertrunkene und ein Wasser. Meine Lieblinge. Meine Lieblinge. Apsa. Komm hier. Ja, aber hier ist irgendwas faul. Denn mein Amulett hat vibriert. Zeit zu sterben. Hier ist noch jemand. Ach, da drüben. Mein Amulett hat vibriert. Deswegen. Hm, schauen wir mal hin. Große, schwere Räder. Ein Kaufmannswagen. Hm, wo ist der hin? Das ist die große Preisfrage. Vor allen Dingen. Bärenfell. Mit Fellen und Alchemistenpulver haben sie gehandelt. Wartet mal. Ich will noch das hier mitnehmen. Da drüben ist, glaube ich, noch ein Talg. Nee, rohes Fleisch. Ja, ist auch nicht so schlecht. Ist sonst noch irgendwas hier? Ich gehe mal dem... Ja, die Frage ist jetzt, müssen wir in die Richtung? Müssen wir in die... Ich gehe mal in die Richtung, ne? Aber weiß natürlich nicht, ob das die richtige Richtung ist. Wartet mal, hier geht's rein. Doch, das ist die richtige Richtung auf alle Fälle. Ist bei hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Das verheißt nichts Gutes. Hm, also ist geflohen vor irgendwas. Hm. Hier ist ein Wagenrad. Seht ihr es? Das verheißt gar nichts Gutes. Also hier hat er irgendwie ein Wagenrad verloren. Wo ist der Wagen? Dann fährt er ja, dann ist der die ganze Zeit hier nur mit drei Rädern gefahren. Denkt ihr? Ja, ein Händler allein in Velen unterwegs. Das konnte nicht gut gehen. Schau mal kurz. Hier drüben ist jemand, hier ist auch jemand. Hm. Schauen wir uns mal an. Ein trockener Roter von Zurbaran, Südhang, Brombeer und Zitrusnoten. Ach, was für eine Schande. Essensreste, zerlegtes Fleisch, Katoblepas. Möchte wissen, für welchen Zauber man sowas braucht. Tja, wenn du es nicht weißt, Hexe, ich weiß es nicht. Paket für Kehrer. Für Kehrer? Die Ladung ist noch intakt, aber magisch kommt sie mir nicht vor. Wie Kehrer das wohl erklären wird? Hm. Menschlich. Aus einer Arterie. Kann nicht weit sein. Das hätte die Person nicht geschafft. Schauen wir mal, ob wir vielleicht finden, wo der hin ist.
Ein Schlag zu viel. Ein Schlag zu viel. So, mal kurz schauen. Ja, sieht noch gut aus. So, schauen wir weiter, ne? Achso, nehmen wir mal mit. Nekrophagen. Wir könnten ein bisschen Nekrophagenöl schon mal drauf streichen, denn ich glaube, da wird wohl noch mehr kommen. Wollen wir es machen? Ach komm. Ups. Ich meine, für was sollen wir es aufheben, ne? So, wo haben wir Nekrophagenöl? Hier. Ah, okay. Und los geht's. Da ist er. Hat sich versteckt und auf Hilfe gewartet, die niemals eintraf. Willkommen im Wählen. Volker, wir haben es geschafft, alter Freund. Wir haben nicht nur alle Vorräte verkauft, sondern auch noch zum dreifachen Selbstkostenpreis. Unser Kunde, er will alles. Wein aus Baccalaire, von Beaujolais, Nouveau bis zum ältesten Jahrgang. Weiß, Rot, Rosé, alles. Cateau-Blaise-Fleisch, Einmachfleisch, Pfeffer, Zimt, Nelken. Ich sag dir, Freund, er will alles. Die Sache hat nur einen kleinen Haken. Wir müssen die Güter nach Wehlen bringen, in ein Dorf namens Mittelhain. Ich weiß, riskant. Schließlich ist Krieg und so, aber denk an das Geld. Ich habe schon einen Pass für einen Pontarübergang besorgt und von da aus ist es nur ein Katzensprung. Alles wird gut werden. Hey, wir machen halbe. Klaus. Ach, armer Kerl. Ich habe hier Nekrophagenöl. Wir schauen mal darüber. Vielleicht zufälligerweise haben wir dort noch einen Nekrophagen. Oder auch zwei. Seid ihr? Drei. Alles klar? Wie weit ist denn das? Oh Gott, die haben so nah ausgesehen. Alter. Hopsa. Das sind aber keine Nekrophagen. Sag's doch gleich, mein Freund. Aber irgendjemand ermordet worden hier, ne? Armer Kerl. Sag ich jetzt mal so. Steht er? Achtung, von Grenfeld sind einige arglistige Feiglinge desertiert. Aha. Hat's vielleicht doch die richtigen getroffen, aber man weiß es manchmal nie. So, dann, ja, ich glaube, dann müssen wir zu Kehra. Jetzt, wo ich das so sehe. So, wie kommen wir zu Kehra? Ach, die ist gar nicht so weit weg. Ist schön. Hier mal durch den Wald durch. Das ist eh besser ohne Pferd. Und hier ist ein Weg. Und dann schauen wir nochmal drauf. Da, schauen wir nochmal auf die Karte. Ja, einfach geradeaus. Ah, da können wir auch laufen. Ist nicht weit. Brauchen wir kein Pferd. So, Kehra, ich habe dein... was auch immer. Hier entlang? Ja, hier unten. Ich habe dein Bäckchen. Jetzt erklär dich. Für was du das gebraucht hast. Wahrscheinlich ist sie gar nicht hier. Ach doch. Kehra?
Was hast denn du mit deinem Buch gemacht hier? Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Ja, also ich habe dann die Substanzen hier. Ich habe diese Substanzen, die du wolltest. Sehr schön. Dann steht meinen Studien der Baumwurzelmuster ja nichts mehr im Wege. Doch zuerst... Machst du dir einen Glühwein? Ich habe die Wagenladung gesehen. Vorzügliches Fleisch, teure Weine, serikanische Gewürze. Kein bisschen Magie. Willst du mir nicht sagen, was du im Schilde führst? Ich würde es dir lieber zeigen, aber du musst dich etwas gedulden. Ach, von mir aus. Na gut, ich will es wissen. Ich warte. Dann husch, raus. Willst du dir was Bequemeres anziehen? Später. Nur nichts überstürzen. Also los, raus mit dir. Du warst geduldig. Danke. Ich bin fast fertig. Wenn ich weiße Mäuse sehen will, betrinke ich mich einfach. Ich sagte fast. Jetzt stör mich nicht. Was ist mit der dritten Maus passiert? Der Zauber glückt in zwei Dritteln der Fälle. Ich nehme immer eine mehr, als ich brauche. Nur zur Sicherheit. Also wo... Keira, würdest du mir erklären, was hier los ist? Kennst du das Märchen von Cinderella? Und auch die wahre Geschichte. Ein Zeugel tauchte im Palastteich auf und fraß Prinzessin Cendrilla mit Haut und Haar. Ein Schuh blieb übrig, woraufhin... Ich bitte dich, kein Wort mehr von Zeugeln. Also, zurück zu dem Märchen. Ich würde diesen grässlichen Sümpfen gerne für eine magische Nacht entfliehen. Eine gute Fee brauche ich nicht, ich wirke die Zauber selbst. Aber einen Prinzen könnte ich gebrauchen. Zufällig bist du der einzige anständige Kandidat in ganz Velen. Was sagst du zu einem Ausritt im Mondschein mit Abendessen? Aber nur, wenn du dein Buch weglegst. Also ich bin Hexer, kein Weiberheld. Ich bin ein Hexer, kein Weiberheld. Nun bilde dir nichts ein. Ich will mich nicht im Unterholz von dir bespringen lassen, sondern einen angenehmen Abend verbringen. Aber wenn du nicht willst, dann nicht. Ach doch, gerne. Oh, na gut. Ich mach's. Ich fühle mich ja so geschmeichelt. Ehe wir gehen, da ist noch etwas. Musst du einen Kürbis in eine Kutsche verwandeln? Nein. Ich verwandle unsere ranzigen Fetzen in etwas Passenderes. Guck nicht so. Es ist nur eine Illusion. Die tut nicht weh. Und wenn es dämmert, ist alles wieder beim Alten. Klar. Los. Wir sehen, wie er aussieht. In feinen Leinen. Warum nicht? Wenn schon, denn schon. Dann gut festhalten. Vella Glan! Und was meinst du? Dekolleté zu sittsam? Genau richtig. Ich hätte auch deine Haarfarbe ändern können, wo ich schon dabei war. Ich mag dunkelhaarige Männer. Aber gut, in der Not, dann nichts wie los. Das Essen wartet. Der Letzte macht den Abwasch. Wohin geht's denn? Ich weiß doch nicht, wohin es geht. Komm schon! Wie soll ich denn hier ein Rennen machen? Ich gar nicht weiß, wohin es geht, meine Frau. Ah, das sieht herzallerliebst aus. Ja! Hey, Cinderella, nicht, dass du runterfällst. So schnell du kannst, fang mich doch! Ja, würde ich ja, wenn ich wüsste, wo es hingeht. Obwohl, die ist schnell. Davon abgesehen. Ich hoffe, dass er dann das Buch nicht mehr dran kleben hat. Das ist schon ein bisschen komisch. Halt! Seht ihr? Halt! Ich wäre nie hier rauf. Upsa!
Los, lauf! Wohin reitest du denn eigentlich? Erkäre ist schon süß. Ah, cool. So ist gut. Ich dachte, du wärst ein besserer Reiter. Fürs Protokoll. Ich bin auf einer Maus geritten. Für jemanden, der sonst auf einer Plötze reitet, dürfte das hier nichts Besonderes sein. Verstehst du jetzt, wozu ich diese Substanzen brauchte? Rind in Zimt und Nelken, gegrillter Kapaun mit Schalotten. Es war den Aufwand wert. Vom Weißen oder vom... Trockenen Roten. Aber lass ihn erst etwas atmen. Für einen Weinkenner hätte ich dich nicht gehalten. Dachtest du, Hexer saugen Ertrunkenen das Mark aus und spülen's mit Pfützenwasser runter? Mehr oder weniger. Nun, genug geschwätzt auf nüchternen Magen. Hauen wir rein. Das muss ein kleines Vermögen gekostet haben. Bist du sicher, dass ich mich nicht beteiligen soll? Bitte, das schaffe ich schon. Du weißt schon, ein Dutzend Eier hier, etwas Geflügel da. Außerdem stabilisieren sich meine Finanzen bald. Na schön. Ich bin neugierig. Feiern wir etwas? Ja, eine Rückkehr zu den Lebenden. Aber das wollte ich gar nicht besprechen. Danke noch einmal, Geralt, für deine Hilfe mit dem Turm. Du warst toll. Das war nicht der erste Fluch, den ich gebrochen habe. Aber einer der schwierigeren, stimmt's? Was da auf der Insel passiert ist, mir läuft's kalt den Rücken runter. Und das Labor... Ich hoffe doch sehr, dass jetzt alles verbrannt ist. Die Käfige, die Leichen, die Papiere. Nee, nicht richtig. Die Werkstatt habe ich nicht zerstört, wenn du das meinst. Das hielt ich nicht für nötig. Wenn Alexanders Resultate in die falschen Hände fallen. Wobei, die Reuseninsel hat einen abscheulichen Ruf. Da wagt sich niemand hin. Vielleicht gibt es keinen Grund zur Sorge. Tut mir leid. So ein ernstes Thema hätte ich nicht ansprechen sollen. Während unseres romantischen Abendessens. Romantisch? Ich dachte, wir wären als Freunde hier. Freunde. Mit gewissen Vorzügen. Also? Ich denke, du willst nicht in die Kiste hier. Bitteschön. Ja, aber... Er ist doch hier verliebt in... Wie heißt die? Ja. Tut mir leid. Tut mir leid. Da gibt es schon jemanden. Na und? Oh, Geralt, du bist so altmodisch. Legst du dich wenigstens her und betrachtest die Sterne mit mir? Warum nicht? Weißt du, wie dieses Sternbild in Serikanien heißt? Bestimmt irgendwas mit Drachen. Nein, es hat einen anderen Namen. Etwas unanständig. Komm näher, dann flüstere ich ihn dir ins Ohr. Vigvane Navr. Kera? Wo... Sie hat mich mit einem Zauber einschlafen lassen. Sie hat was vor. Die Reuseninsel. Der Turm. Aber nicht mehr die Folge. Aber nicht mehr diese Folge. Ich sag erstmal ciao, ciao. Ja, ich weiß, ihr wolltet hier Sexszenen sehen. Keine Chance hier. Ciao.